Was geht ab, ihr stinkenden Stinker? Habt ihr schon mal Google Maps so ein bisschen so rumgeguckt, so was da so alles? Nein, ich auch nicht. Aber wir alle kennen Google Maps, Google Earth, so sieht man so Map und so und Earth halt. Aber da wurden anscheinend auch sehr seltsame und lustige Sachen festgehalten. Deswegen gucken wir uns jetzt die lustigsten und seltsamsten Sachen an. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, ein Like auf diesem Video. Ist gleich eine lustige Sache mehr auf dieser Welt. Und falls ihr noch neu seid auf diesem Kanal, vergesst nicht. Eine wissenschaftliche Studie belegt, dass jeder, der diesen Kanal abonniert, morgen automatisch einen 10 cm größeren Pipi hat. Seit vielen Jahren ist Google dabei, die ganze Welt zu fotografieren. Hin und wieder werden verrückte Dinge aufgenommen. Heute zeige ich euch 9 Bilder, die auf den ersten Blick schrecklich oder schockierend aussehen. Viel Spaß! Okay. Nummer 9. Bei dieser Aufnahme sieht es auf den ersten Blick so aus, als würden zwei Personen einen leblosen, blutverschmierten Körper im See versenken wollen. Ja. Internetnutzer rätselten tagelang, ob es sich hier um zwei handelte. Okay. Später meldete sich eine 52-jährige Hundebesitzerin. Aha. Ihr Hund sei vom Steg ins Wasser gesprungen, zum Ufer geschwommen und über die Plattform wieder zu ihr zurückgelaufen. Lol. Bei den Spuren handelte es sich also nicht um Blut, sondern um Wasser, das das rötliche Holz dunkel färbte. Lol, Digga, was? Das, yo, Bro, ich war mir auch so sicher, ich war mir auch so sicher. Ich war mir gerade so sicher, okay, da hat Google Maps Video-Werbefreundlichkeit ist weg. Ich werde keinen Cent mit dem Video verdienen. Was geht ab, YouTube-Mitarbeiter? Aber, YouTube-Mitarbeiter, ich weiß, du guckst das Video. Ich weiß, du bist großer Fan von mir. Das ist nur Wasser. Es gibt nichts hier. Lass die Werbung drin. Für den YouTube-Mitarbeiter, Leute. Positivität für den YouTube-Mitarbeiter. Nummer 8. Bilder wie dieses regen die Fantasie von Google Maps Anwendern immer wieder an. Das sieht aus wie Kirschsaft. Zu wilden Spekulationen. Dieser rote See im Irak wurde 2007 entdeckt. Es gibt bis jetzt noch keine offizielle Erklärung für die rote Farbe. Warte mal, hä, das war's? Mehr sagt er dazu nicht? Gut, Blut, super, klasse, Digga, nice, ey. Ist das Photoshop oder gibt's das wirklich? Also ist das real oder ist das einfach Photoshop, so ein Google Photoshop Bild? So, weil, schau mal, da unten, seht ihr das? Da ist Wasser blau. Da oben ist Wasser blau, als ob das in der Mitte einfach mal rot ist, so. Hä? Als ob, Digga, als ob, oder? Okay, yo, warte mal, ey, ich kann euch die ganzen Plätze nicht zeigen. Digga, das ist ja alles gar nicht family-friendly. Das ist ja, Bruder, was macht ihr da für Aufnahmen rein? Ich muss, ey, wir können erst hier bei Platz 4 weitermachen. Sorry, Mann. Nummer 4. Oder das war, das Schiff? Das, ich sag mal so, da war gerade eine Frau, die, Pipi auf Straße gemacht hat. Dann war eine Frau, die ein Kind bekommen hat auf der Straße, also... Oder ich bin kein, ich kann euch das nicht zeigen, Junge, was ist das? Aus Versehen an Land gespült wurde? Ich kann euch beruhigen, es handelt sich um ein Einkaufszentrum in Hongkong. Lol. Nummer 3. Alrighty. Also hier haben wir jetzt erstmal einfach nur ein Schiff, was ein Einkaufszentrum ist, aber so aussieht, wie wenn da irgendwas anderes wäre. Und ich kann den nächsten Platz auch nicht zeigen. An den YouTube-Mitarbeiter. Wie rechtfertige ich das langsam alles? An den YouTube-Mitarbeiter, die zwei, die haben sich nur so hingestellt und mit Absicht so getan, wie wenn sie irgendetwas, wie wenn sie sich ganz stark umarmen. Ja, aber sie haben sich nicht stark umarmt, sondern sie haben dann nur als Just for Fun sich gerade so hingestellt für Google Maps. Nummer 2. Digga, jetzt, was ist das? Im amerikanischen Bundesstaat Illinois findet man ein Gebäude von außergewöhnlicher Form. Ja. Bei dem es sich auch noch um eine Kirche handelt. Laut Verantwortlichen war die Penisform des Gebäudes keine Absicht. Das sieht aus wie ein UFO. Das ist eine UFO-Form. Ich sehe da nichts anderes. Ich sehe da überhaupt nichts anderes. Alter, wie soll ich denn dieses Video dem YouTube-Mitarbeiter rechtfertigen, Leute? Ich werde keinen Cent mit dem Video verdienen, nicht einen Cent. Ich werde nicht einen Cent verdienen. Was? Ich werde nicht einen Cent verdienen. Eine Absicht. Und die Nummer 1. In England sorgte dieses Bild für Entsetzen. Es hatte den Anschein, als habe die Kamera die Leiche eines Mädchens gefilmt. Okay. Später stellte sich heraus, dass das Mädchen einfach nur einen Streich spielen wollte. LOL! Bro, sie hat sich einfach so hingelegt, hat so getan, wie wenn sie, einen Winterschlaf hält. Aber dabei hat sie wirklich einfach nur einen Schlaf gehalten, Alter. Die hat sich einfach nur hingelegt, hat gesehen, ah, das Auto kommt, bam, hingelegt und einen auf Dead gemacht, Bro. Nicer Prank. Nicer Prank, bro. Okay, warte, ich habe hier noch ein paar lustige Images, warte. Vielleicht sind hier ein bisschen family-friendlier. One of the most useful technological inventions ever arrived in February 2005. Google Maps. Aha.
It helps us figure out where we're going, how far away things are, and gives us a godlike omnipresent overview of our planet. Erklärt gerade Google Maps, danke dafür. The moment the Google car drives by snapping pics. Of course, they usually blur out the faces to protect people's privacy, but you know, we still found some stuff. Okay. Number one, crash landing. Oh nein! First up is the classic one in a million timing shots that capture someone's blunder. Mid-crash landing, these people were subject to gravity. Just moments before they were immortalized forever in the collective consciousness that is Google. Others were lingering in the vicinity of their car crashes. Bro, or no they way. Just passed out right in plain view of the street. Looks like a hell of a party, guys. Too bad the downward spiral caught up with you. Number two. Lol, Alter, das Google-Auto hat einfach aufgenommen. Wie die so Unfälle hatten, so also hingeflogen sind oder einen Autounfall hatten oder so. Bro, what the heck? Was ein Timing? Animals. Okay, as part of Tiere. Our planet, animals are also part of Google Maps' invasive documenting. And when a bear is on your turf, you gotta chase it off. And luckily, the Google komplett. Car was there at just the right time to get this hairy, half-naked man chasing a grizzly off his property. Das war's mal wieder komplett. Animals don't always know what to make of the Google car, so sometimes they feel threatened and attack. But most of them are pretty chill. Bro, like these monkeys was? In a Japanese hot spring. There are Bro, da sind WTF, Digga, really? Das ist ein Google Maps-Bild? Wirklich? Einfach 6, 7, 8 Schimpansen, die in einem Jacuzzi chillen? What? Identities aren't protected, but they probably don't have anything to hide. Unlike the hide of this cow, who might just be an innocent bystander to a Google drive-by. Or it could be a litigious cow that will sue for not having permission to use its wieso image. Ist die, wieso ist die zensiert worden? There, Google. This llama seems pretty comfortable hanging out with some guy on the sidewalk. And this guy's taking it easy with a bunch of baby birds was? Displayed on the sidewalk. Bro, sitzt einfach mit 100 Babyenten. Ah. Then there's just the randomness of it all. Like this penguin riding in a cart behind an old-style bicycle. Penguin! Number three, weird people. Speaking of random, these Seltsam. WTF moments will leave you scratching your head in bewilderment. Like this group of pigeon-headed people in Japan that watch the camera as it goes by. Okay. The Google person must have gotten out of there as fast as possible. Lol. Who knows what a group of pigeon people are capable Lol. Of. Lol. But probably still not as threatening as oh, these guys off. On the roadside in Mexico. Oh, no! On a lighter note, these little chaps are having a great time. A poor costume Gumby and throwing their shoes at him. Uh-huh. Aw, kids. This guy was probably just waiting for the Google car to come by. Or maybe he does this every day. Puta. While there are plenty of staged photos of people in costume or ratchet pictures of people fighting in the street, this seems like a candid shot of two knights at battle. Wie viele seltsame Google Maps-Bilder gibt es bitte? Hä? Ich dachte, da gibt es jetzt so ein paar lustige Zufälle. So. Ah, Bro, klar, es ist ja die ganze Welt quasi so. Tja, die stellen sich da alle, woher weiß man, dass morgen ein Google-Auto vorbeifällt? Die stellen sich da alle hin und machen da lustige Kostüme und so und sind für immer so festgehalten. Für immer sind die in Google so, die haben in ihrem Leben schon mehr erreicht als ich jetzt. Danke fürs Zuschauen, Küsse gehen raus, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Wie gesagt, ich werde mit dem Video nicht einen Cent verdienen wegen den ganzen Sachen, deswegen würde es mich umso mehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und ein Like da lasst. Ja, ich küsse euer Herz, schaltet jetzt bitte ab, Bruder, bitte geh jetzt, bitte.